da ja da gar nichts drin ist, an Süß oder so, kann man gute Menge Staubzucker drauf geben. Ja, gute Menge Staubzucker. Und dann mein dritter Wein machen. Heute Grießschmarrn. Grießschmarrn. Dazu habe ich hier die Pfanne hergestellt. Da gebe ich Öl hinein. Gute Menge Öl. Und dann warten wir, bis die Pfanne heiß wird. Die Pfanne wird heiß. Jetzt habe ich hier Dinkelgrieß. Dinkelgrieß. Bio-Dinkelgrieß. Ja. Gib mal gute Menge. Ich habe hier auch ein bisschen Weizengrieß, damit ihr den Unterschied seht. Ja, also das hat eine ganz andere Farbe. Gebe ich halt ein bisschen was dazu, einfach mal, um zu zeigen, den Unterschied zwischen Dinkel und Weizen. Dann rösten wir das ein bisschen goldbraun. In der Zwischenzeit mache ich Wasser heiß. Ich gebe eine ganz kleine Prise Salz dazu, einfach wegen dem Pep und eine Idee Chili. Und wenn das so zu duften beginnt, dann können wir schon aufgießen. Den Grieß einfach mal ein bisschen anrösten. Dann geben wir weiteres Fett dazu. Jetzt darf er schon gut 10 Minuten durchaus anbraten. Nach ein paar Minuten beginnt das sich dann da anzulegen. Ja, also man sieht schon. Ja. Wieder 1-2 Minuten anbraten lassen. Dann alle paar Minuten mal umstecken. Man sieht schon, Öl braucht man jetzt keins mehr dann. Es ist schon genug. Jetzt löst er sich dann schön langsam von der Pfanne. Und wieder 2 Minuten einfach warten. Und es ist schon wichtig, immer schön lösen. Ja, also man sieht schon. Ist das schon Schmarrn irgendwie? Ja, und nach einer guten halben Stunde, dann fängt es wirklich an. Ja. Jetzt je nachdem, wie man es jetzt haben will, weicher oder ein bisschen doch noch knackiger,
kann man noch ein bisschen weiter rösten. Immer schön umrühren, damit sich nicht anlegt. Ja, jetzt sieht man schon schön, jetzt sind bereits die angebratenen Teile da überall so drinnen. Und es löst sich auch immer mehr. Ne? Da ist er dann wirklich schon sehr schön. Da gebe ich jetzt ein paar Rosinen dazu. Rosinen. Und dann können wir auch schon abdrehen und anrichten. Ja, dann kann man alles Mögliche dazugeben, vielleicht Zwetschgenröster oder Kirschen eingelegte oder jegliche Marmelade. Ich nehme da halt jetzt mal Marillenmarmelade. Und da ja da noch gar nichts drin ist, an Süß oder so, kann man gute Menge Staubzucker drauf geben. So, gute Menge Staubzucker. Brahma Panam Brahma Havi Brahma Gnau Brahma Nahudam Brahma Evadina Gamtevam Brahma Kama Samadina. Om Dhanvantari Devaya Namaha. Om Dhanvantari Devaya Namaha.